Herzlich willkommen, liebe Freunde des Fundraising-Podcast Fundcast. Hier ist Jan Ueckermann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge mit Fabian Wichmann. Er ist Mitinitiator der Aktion Rechts gegen Rechts, die gerade im Internet ein großes Spektakel veranstaltet, um das mal so zu sagen. Fabian, könntest du dich vielleicht ganz kurz selber vorstellen? Du sitzt gerade in Berlin in deiner Wohnung, hast du mir eben schon erzählt. Hallo, kurze Vorstellung. Fabian Wichmann, ich arbeite für das Zentrum Demokratische Kultur in Berlin. Wir arbeiten im Bereich Community Coaching, Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, mit Islamismus und insbesondere mit Rechtsextremismus und da die Ausstiegsarbeit von Exit Deutschland. Und das ist ja auch das Thema hier. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu der Aktion und vor allem zu der Viralität. Das Video zieht gerade überall die Runden, die Likes, die Retweets steigen von Stunde zu Stunde oder von Minute zu Minute, muss man fast sagen. Jetzt ganz aktuell, der Spiegel ist noch nachgezogen und hat eine Berichterstattung gehabt. Vorher war Stern, Süddeutsche, Fokus, der Standard aus Österreich hatte sich heute entschuldigt, nochmal bei Facebook etwas spät dran zu sein mit der Berichterstattung. In der deutschen Fundraising-Szene wird die Aktion gerade gehandelt als heißer Kandidat für den deutschen Fundraising-Preis 2015. Also da könnte 2015 im Mai sogar auch noch was auf euch zukommen. Wie geht es dir gerade und hast du viel zu tun oder wie sieht's aus? Ja, es ist großartig, weil wir ja diesen Einschlag jetzt nicht so erwartet haben. Aber es ist halt einfach umso schöner zu sehen, dass es A, funktioniert hat. Und dass auch das bei den Leuten so ankommt und einfach als erfrischende Idee ankommt, das ist halt einfach super erfreulich. Ja. Spendenläufe sind ja so ein gängiges Instrument für viele spendensammelnde Organisationen. Ihr habt den komplett auf den Kopf gestellt. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee? War das irgendwie so ein klassisches Brainstorming oder war es dann doch das gemütliche Zusammenhocken irgendwie im Grün? Ja, weder noch. Ich weiß auch nicht, ob es die Idee irgendwie in irgendeiner Art schon mal gab. Keine Ahnung. Wir hatten irgendwann nach dem T-Shirt, also nach unserem trojanischen T-Shirt 2011, zusammen mit den Unterstützern bei einem Bier bei einer Preisverleihung gesessen und haben die Sache irgendwie diskutiert, haben überlegt, was kann man noch machen. Und diskutierten da die Idee, so einen Spendenlauf umzudrehen, die Mechanik dann dort anzusetzen. Und über diese Idee, die jetzt 2,5 Jahre dann quasi köchelte, haben wir es jetzt dann einfach mal in so einer Hauruck-Aktion innerhalb von 4 Wochen umgesetzt. Ja, super. Ein Spendenlauf lebt ja auch und vor allem von den Teilnehmenden, die da mitlaufen und auch von den Zuschauern, muss man ja auch ganz klar sagen. Zu den Zuschauern kommen wir gleich noch. Aber zunächst mal, du hast es eben im Spiegel Online-Video auch schon kurz erwähnt. Wie haben die Nazis vor Ort reagiert? Du meintest, sie hätten gar nicht so arg daran teilgen oder davon ja, sich das anmerken lassen? Ja, aber wie gesagt, das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache. Mhm. Sie sind im Trauermarsch, sie demonstrieren für die verstorbenen Soldaten und haben da sehr starke, strikte Auflagen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie sich nicht provozieren lassen sollen in keinster Art und Weise. Also aus ihrer Perspektive ein sehr pietätbedachter Anlass, der dort vollzogen wird. Mhm. Und somit waren auch die Reaktionen bei der Demonstration eigentlich fast stoisch nicht vorhanden. Also man lief einfach die Strecke runter, man kommentierte es nicht, weder am Ende noch zwischendrin. Wir haben den einen oder anderen, oder bei einem wissen wir es, dass eine Banane sich in den Unterarm steckte und die dann auch mitnahm, dann sagte uns der Kameramann. Ansonsten gab es halt irgendwie mal einen Tweet, der halt auf den Bananenstand verwies und das halt dann so ein bisschen polemisch konnotierte, aber ansonsten am Rande gab es dann auch mal die Bemerkung wohl, die ich aber nicht gehört habe, sondern bloß Dritte, dass man sich dann ein Stück weit drüber echauffierte, jetzt für Exit-Spenden eingelaufen zu sein. Mhm. Aber das war es dann auch erstmal. Was jetzt vielleicht noch kommt, kann ich nicht sagen, aber erstmal war da Ruhe. Ja. Und dann nochmal ein Wort zu den Zuschauern. Also man sieht in eurem Video auch, ein paar Leute gucken aus dem Fenster.
Und so ein, wie gesagt, so ein klassischer Spendenlauf, der lebt natürlich auch von der Eventaktion, viele zuschauend am Rand der Laufstrecke sozusagen. Gab es Zuschauer oder hättet ihr euch vielleicht auch, ich sag mal, 10.000 Zuschauer am Rand der Strecke gewünscht, die den Nazis dann eben auch noch zujubeln und ja, sie letztendlich auch feiern dafür, dass sie jetzt Spenden gegen sich selber einsammeln? Ja, war mal eine Überlegung. Ist zum einen schwer, weil der Demonstrationszug in Wunsiedel, also in der Stadt, sehr stark abgeschottet ist. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wo dann Zuschauer oder Gegendemonstranten in die Nähe des Umzugs, der Demonstration kommen könnten. Der Rest ist eigentlich abgeschottet. Sie laufen da durch vorstädtische Häuserschluchten und sind da eigentlich sich selber überlassen in der gesamten Situation und ein paar Fotografen, die dazu begleiten und vereinzelt mal Leute aus dem Fenster. Ja. Ist insofern auch schwierig, klar, wenn man dann irgendwo, das Bild mag erstmal witzig erscheinen, aber dann irgendwie wiederum Tausende von jubelnden Menschen am Rande einer Nazi-Demonstration, ist auch skurril irgendwo. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, in der Situation war es dann eher so, dass die Zuschauer quasi die gleiche Perspektive wie jetzt im Netz haben. Also die Wahrnehmung ist eigentlich eher jetzt die Netzwahrnehmung. Okay, ja. Beim nochmal der Vergleich auch zu diesem klassischen Spendenlauf. Da suchen sich normalerweise die Laufenden, die Spenderinnen und die Sponsoren selber und dann wird für jeden Meter ja irgendwie was gespendet. Wie war das genau jetzt bei eurem, ihr nennt ihn Spendenmarsch? Wer hat diese 10.000 Euro letztendlich gespendet? Wie sind die zustande gekommen? Also das war, wie schon gesagt, auch in der Vorbereitung doch eine kleine Schwierigkeit gewesen, weil wir relativ wenig Zeit hatten, weil wir uns ein sehr hohes Maß an Konspirativität auferlegt hatten. Also zu sagen, okay, wir brauchen die Spender, wie beim Poker, wir brauchen halt irgendeinen Einsatz. Mhm. Wir können aber jetzt auch nicht allzu viel verraten und wir müssen ein Stück weit auf Vertrauen hoffen. Mhm. Und wir hatten 4 Wochen mit Vorbereitung, wir hatten letztendlich konkret für die Einwerbung halt, keine Ahnung, 2 Wochen, ja. Bis auf den letzten Drücker und es drohte auch schon zwischenzeitlich mal kurz daran zu scheitern, weil wir nicht klar wussten, wie viele Spender bekommen wir, weil die Mechanik darauf beruht halt natürlich eine empfindliche Summe zu entwickeln, weil ansonsten, also ja, bei 5 Euro am Ende, da wäre es dann halt eine Lachnummer geworden. Ja. Daher mussten wir irgendwo eine Summe entwickeln, die halt sagt, okay, da ist halt auch wirklich ein Reiz drin. Und ja, wir haben die angesprochen im Vorfeld, haben ihnen die Idee skizziert oder teilweise auch ganz erzählt oder auch manchmal bloß den Hinweis gegeben, wir haben da was vor, das wird großartig und haben darüber dann uns die Spenden quasi zusammengesammelt von Privatleuten aus Wunsiedel, von Firmen aus der Umgebung, aber auch von Firmen deutschlandweit oder beziehungsweise Personen deutschlandweit. Ja. Die ganze Aktion, du hast es jetzt eben schon angesprochen mal gehabt, ist ein riesiger Erfolg. Wie hat das dieser Erfolg euch vielleicht auch überrannt oder habt ihr damit gerechnet? Wie war das für euch? Also gerechnet, man hat es vielleicht also etwas einkalkulieren können oder schauen können, aber dass es jetzt so funktioniert, war nicht klar. Mhm. Es war auch nicht mal klar, wie wir die Aktion vor Ort umsetzen. Wir hatten da noch Pläne über Zäune zu klettern und kurz nach der Straßensperrung die Plakate anzuhängen und überlegt, ob die nächtlings anbringt. Und also die wildesten Pläne entwickelt, wie man das machen kann. Letztendlich hatten wir aber dann, nachdem die Idee sich dann durchgesprochen hat, zum Teil in der Gemeinde dann am frühen Morgen eigentlich freie Bahn. Wir konnten alles so machen, wie wir wollten. Ja. Und das war die eine Überraschung. Und die andere Überraschung war eigentlich noch viel mehr, dass die Wunsiedler die Aktion so wunderbar fanden, dass uns noch heute irgendwie Nachrichten von Leuten, die dort mitgewirkt haben, erreichen oder die davon gehört haben und sagen, ja, danke für diese tolle Aktion für Wunsiedel. Und was uns noch mal mehr freute, dass man halt auch wirklich Leute noch erreichen konnte, die eigentlich vorher mit der Situation abgeschlossen haben. Also die Nazis kommen doch eh immer wieder, warum sollen wir noch was machen? Mhm. Oder die sich eigentlich auch überhaupt nicht für die Thematik interessiert haben. Und ja. Zum ersten Mal sagen, hey, man kann doch was Witziges machen und man kann auch noch Spaß dabei haben. Und natürlich ist da noch ein bisschen mehr Arbeit drin, als es jetzt nach außen hin so scheint, vielleicht für den einen oder anderen.
wenn man bloß die Plakate vielleicht sieht, aber da war schon eine Menge Planung. Aber es hat so den Eindruck, so ist eine leichte Nummer, die kann man schnell mal wieder nachmachen. Und es kann doch so einfach sein, warum machen wir es nicht einfach? Ja. Und das ist ein schöner Effekt. Ja, schön, klasse. Jetzt müssen wir auch noch natürlich ganz kurz über die Thematik sprechen. Wo geht denn jetzt überhaupt das Geld hin? Wir wissen, Exit Deutschland, ihr helft Rechtsextremen beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene. Aber wie genau arbeitet Exit? Was macht ihr? Wie, was passiert jetzt mit dem Geld? Zum einen soll, erstmal, wenn wir jetzt auf dieser Ebene bleiben, zum einen soll die Ausstiegsarbeit insbesondere in Bayern mit den vor Ort Partnern ausgebaut werden. Das heißt, mit den Bündnispartnern, die jetzt eh schon daran mitgewirkt haben, dass man dort die Kooperation verstetigen kann über die nächsten Jahre und dort einfach präsenter werden kann. Zum anderen sind ja so kleine NGOs wie wir letztendlich auch immer auf Spenden angewiesen, da wir zwar über Bundesmittel gefördert werden, aber gleichzeitig halt auch immer über die Bundesmittel mit Kofinanzierung quasi, Kofinanzierung beisteuern müssen. Mhm. Und da wir quasi ja jetzt nicht irgendwie die Mittel irgendwo in der Eigenproduktion erzeugen können, versuchen wir dann darüber, zum Beispiel über diese Spenden, die Kofinanzierung, also den ja. Gesamtbetrieb der Initiative eigentlich zu sichern. Ja. Das ist so ein Aspekt, der neben dieser, sagen wir mal, lokalen Verortung und der lokalen Verstetigung der Arbeit passiert. Okay. Fabian, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Sind noch weitere Spenden jetzt nach der ganzen Aktion eingegangen? Ja, es sind doch mal via PayPal bei der Aktion Spenden eingegangen und wir können es noch nicht überschauen, weil ja letztendlich der Post- bzw. der Banklaufzeit nicht so klar sind. Also wir werden es dann in den nächsten Tagen sehen. Aber wie gesagt, auch neben dieser ernsthaften monetären Perspektive auf die Aktion, war uns halt nochmal ein starkes Anliegen, auch zu zeigen, es gibt andere Wege, es gibt alternative Möglichkeiten, mit Demonstrationen umzugehen, mit einer Kontrapropaganda, mit einer Gegenarbeit umzugehen, wie bei dem T-Shirt, und das nochmal deutlich zu machen, das zu zeigen. Da ist, ich will es nicht sagen, dass es fast ein Nebeneffekt ist, die Spenden. Das wäre natürlich ein bisschen vermessen irgendwo. Aber wie gesagt, dieser Aspekt zu sagen, okay, wir suchen Alternativen, wir zeigen Alternativen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, das hat schon war ein schwerwiegender Grund für uns. Und das habt ihr wunderbar geschafft. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu der Aktion. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, innerhalb von 2 Wochen 10.000 Euro zusammenbekommen zu haben. Die da den Beitrag geleistet haben. Bitte, ich habe den Anfang nicht verstanden gehabt. Da sind ja eher die Partner, die den Beitrag geleistet haben. Ja, aber naja, gut, ihr musstet die auch immer wieder fragen oder finden erstmal und genau. Auf jeden Fall, dann gib auch den Glückwunsch an die Partner weiter und überhaupt auch an dein ganzes Team. Das war sicherlich eine Mammutaufgabe und herzlichen Glückwunsch nochmal und jetzt erstmal alles, alles Gute für die weitere, hoffentlich viele Arbeit, die dann noch auf euch zukommen wird. Ja, danke, alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.